Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Will aus Liebe zum Film. Ja, heute mit einem Mystery Unboxing, denn die liebe Monika hat mir hier dieses wunderschöne Paket zukommen lassen. Sie hat mir bereits vor einiger Zeit schon wirklich tolle Geschenke gemacht und jetzt hat sie mir dieses Paket nochmal zukommen lassen. Sie hat mir auch per E-Mail geschrieben gehabt, aber leider war die im Spam-Ordner. Keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Und da sehe ich eigentlich eher weniger nach, erst wenn ich wieder am Laptop sitze, aber am Handy eigentlich weniger. Und da hat sie ein bisschen was angekündigt. Ich weiß jetzt vielleicht, was drin ist oder unter anderem, aber dafür ist das Paket zu groß. Und in diesem Sinne schauen wir es uns einfach gemeinsam an. Und an dieser Stelle herzlichen Dank schon mal an dich, liebe Monika, und Grüße auch geht raus an deinen Mann. Und jetzt packen wir es aber an. Ich weiß nur nicht, wo genau. Am besten vielleicht einmal hier. Okay. So. Klappe die erste. Oder soll ich es irgendwie anders aufmachen? Nö, ich glaube, ich hab's genau richtig. Ha! Da hätten wir ein kleines Brieflein. Das machen wir noch auf. So. Werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht erkennen können, dass da was draufsteht. Aber in schönster Schrift. Sehr schön. Leserlich für die alten Augen von Manuel. Servus Manuel, ich hatte in deinem Video gesehen, dass du dir das Digibook von Spiel mir das Lied vom Tod zulegen wolltest. Da ich es bei mir aussortiert hatte, dachte ich, ich lasse es dir zukommen. Wow, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, liebe Monika. Und da im Karton noch etwas Platz war, habe ich noch etwas dazugelegt. Wahnsinn. Es würde mich freuen, wenn die Filme ein neues Zuhause bei dir finden würden. Wenn aber etwas nicht deinen Geschmack trifft, kannst du es gerne weitergeben. Liebe Grüße, Monika. Das ist doch mal eine sehr nette Geste. Also hier nochmal vielen lieben herzlichen Dank, Monika. Den tun wir mal hier so zur Seite und das glaube ich können wir auch zur Seite. Dann können wir das hier auspacken. Da haben wir Spiel mir das Lied von Tod, denn ich habe das zuletzt bei diesem Tag gesagt, dass ich den sehr spät gesehen habe, den Klassiker, und mir das eigentlich zulegen wollte, bloß warten wollte, bis der Preis fällt, und jetzt geschenkt von Monika. Herzlichen Dank. Der Klassiker, ich habe, glaube ich, müsste hier gehen, Spiel mir das Lied vom Tod. Sehr schön. Müsstest du eigentlich darunter schreiben, wieso du das aussortiert hast? Weil ist ja ein cooler Film und von der Edition her sieht das doch auch eigentlich recht annehmbar aus, oder? Also machen wir das Ganze einmal auf. So schaut das aus. Können die Disc rausnehmen. So, dann haben wir hier drin sogar noch einen Innenprint. Und so, Moment. Das muss dann schon wieder so richtig rein. Es ist voll der Spleen, aber es ist mir wurscht. Und dann haben wir hier das Booklet. Aha, das ist so drin reingeklebt und dann geht das auf. Claudia Cardinale. Also schickes Teil. Gehen wir jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf durch. So, Charles Bronson, Mann, das war halt noch ein richtiger Kerl. So schaut's aus. Tolles Teil, vielen herzlichen Dank. Sehr schön, sehr schön. Dann lege ich das einfach mal hier zur Seite. Und da hat sie gesagt, da ist noch Platz und da ist wirklich, schaut mal, wie Monika verpackt. Also das ist doch Wahnsinn. Hey. Das habe ich schon beim letzten Mal gesagt. Die könnte ich bei Amazon anheuern. So schön wie die. Oh, cool. Wollte ich mir auch schon besorgen. Ja, sehr geil. Okay, lasst mich die Folie weg, die hebe ich auf. Kann man immer brauchen. Oha. Und dann sogar mit einer dieser schönen Steelbook Cases. Hier haben wir ein Future Pack. Warlock, Satans Sohn, NSM Records. Und zwar mit so einem Lenti Cover. Geil. Im Top-Sammlerzustand, da sieht man, die Monika behandelt ihre Filme mindestens genauso gut wie ihren Mann, hoffe ich mal. Kleine Grüße gehen raus, kleiner Scherz. Spaß muss sein.
Echt geil. Hier hinten haben wir dann die Inhaltsangabe drauf. Das ist bei diesen Alenti Future Packs immer so, dass hinten alles fest drauf ist. FSK-Logo, Strichcode, Inhaltsangabe. Ist mir schon bei den anderen Sachen aufgefallen. Und so schaut das Ganze dann aus. Wenn ich es rauskriege. So. DVD, Video, NSM Records. Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist jetzt hier anders? Also cooler Innenprint auf jeden Fall. Aber hier ist einmal das DVD-Logo drauf und hier Blu-ray-Logo. Warum? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare rein. Hier vorne drauf ist ja auch das Blu-ray-Logo. Und die Schutzhüllen habe ich früher auch gehabt. Das ging mir dann aber irgendwann zu sehr ins Geld bei der Menge, die ich hatte. Und auch hier herzlichen Dank, liebe Monika. Und dann haben wir hier sogar noch was drin. Dann ist das Teil leer. Super Sache. Da werden wir dann nachher die Folie wieder verstauen. Oha. Oha. Meine Güte. Wow. Okay. Okay. Jackie Chan und Jackie Brown. Nein, nicht Jackie Brown, Foxy Brown. Fast. Jetzt klebt das Ding schon wieder hier an meiner Folie. Das ist so geil. Aber ich krieg's. Ah. Wisst ihr noch, in welchem Film das war? Wo man hier Leute damit abgelenkt hat? Na? Nackte Kanone 33, ein Drittel. Ja, da werden Erinnerungen wach. So. Jetzt, hier, sind das Mediabooks oder was? Alter Falter, bist du verrückt? Wow. Okay. Und da gibt es auch solche Dinge. Na, da schau her. So, dann zeige ich euch mal das hier. Jackie Chan, Mission Force. Mission Impossible. Wir mischen hier alles durcheinander. Mission Force. Meine Fresse. Rückseite. Das hat so... Sieht aus wie so ein leichter Lederüberzug, wenn ich das mal so, ja, weil es weiß ist, spiegelt es halt brutal, ne? Aber brutal, geiler Druck. Und hat so einen leichten Lederüberzug, okay. Was ist denn heute los? Das ist ja hier nicht nur Sammlerzustand, das ist ja wie neu. Also Hut ab, da sieht man mal. Monika gehört zu diesen Sammlern, die sehr, sehr gut auf ihre Schmuckstücke aufpassen. Oh, voll geil. So. Okay. Cooles Booklet. Und dann ist hier die Rückseite. So. Alles klar. Also auch das hier. Sehr cool, bleibt definitiv in der Sammlung. Kannst du einen drauf lassen, der junge Jackie Chan. Okay, was ist das? Was ist denn das für ein Label? Da kann man es noch kleiner drauf machen. Astro, stand ja auch vorhin im Innendruck. Ich pfeife. Okay, Pam Grier. Das war auch eine heiße Schnitte. Foxy Brown, Foxy. She's the meanest chick in town. Foxy Brown. Ha, alles, was sich reimt, ist gut. Auch das hat hier, das hat hier nicht so einen leichten Lederüberzug. Das war jetzt nur bei dem hier. Okay. Oh, 669, das ist ja geil. Die 69 ist dabei. Pass zu Manuel. Warte, war hier auch was drauf? 009, ja meine Fresse, mit Bonusfilm, 2 Disc Edition hier sogar drauf gewesen. 1982, geil. Was haben wir hier? Blu-ray und DVD limitiert auf 1000 Exemplare. Dieses Exemplar hat die Nummer 669. Geil, das bleibt definitiv auch in der Sammlung. Jetzt muss ich nur ganz kurz warten, weil sich mein Fokus wieder komplett verabschiedet hat. Jetzt schaltet er scharf auf unsere scharfe Pam Grier. Und hier haben wir das Frontmotiv. Spine. Und the backside, ja, Inhaltsangabe, Logos und hier unten, guckt mal her, wenn ihr scharf schaltet, hier 669. Also das passt. Dann machen wir das Ganze auf und ich
zurück und es kommt nicht raus und ich habe keine Ahnung, was heute los ist. So, dann machen wir es. Wir wissen uns ja zu behelfen. Das lassen wir jetzt einmal so. So, dann haben wir hier Pam Grier. Oh, Hochglanz. Okay. Mal schauen, dass ich mit meinem Griffel das hier nicht gleich beschmutze. Wow, das ist ja ein Top-Booklet. Also Fotobuch kannst du sagen. Jetzt ist hier kein Text, aber da finde ich, lohnt es sich dann ein Hochglanz-Booklet zu machen, wenn man nur Fotos reinmacht, weil dann die Fotos natürlich noch viel besser, brillanter und schärfer zur Geltung kommen. Ist doch ein hübsches Teil. Und hier hinten, komisch, die DVDs gehen immer leichter raus. So, haben wir auch noch einen schicken Innenprint und auch das, wie gesagt, bleibt selbstverständlich in meiner Sammlung. Tut mir leid, ich gebe nichts her. So, nein, aber irgendwann kommt bestimmt wieder ein Gewinnspiel. Hab da schon ein paar Sachen beantragt und wenn das dann irgendwie klappt, wie war denn das jetzt? Wenn das dann irgendwie klappt, ja, ich mache es jetzt trotzdem einfach so, dann können wir wieder was verlosen an euch, aber die Teile sind so schick, also wow, ich bin echt mega begeistert. Vielen herzlichen Dank, liebe Monika. Weißt du was? Komm, was ist besser als ein Ständer? Genau, vier Ständer. Dann bauen wir das hier jetzt nochmal auf, so wie das sein muss. Ja, damit das hier auch einmal so. Dann haben wir das hier so. Dann haben wir noch Spiel mir das Lied vom Tod. Digibook, Mediabook, Future Pack, alles dabei, was das Sammlerherz begehrt. Wow, das ist mal ein Mystery-Paket gewesen, oder Leute? Was sagt ihr? Schreibt mir dazu gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Und an dich, liebe Monika, nochmal vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Grüße gehen raus, auch an den Ehemann. Hat mir echt eine große Freude gemacht. Also echt super und ja, hoffe, es war halbwegs unterhaltsam und ich hoffe, ich habe diesmal das Mikrofon drin gehabt und nicht wieder irgendwelche Probleme. Einmal fällt es aus, einmal geht es kaputt, einmal habe ich vergessen, ihn reinzustecken. Furchtbar, der alte Mann. Also in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus.